Moin Moin und ein herzliches Hallo aus unserem Reichelt YouTube-Studio. Heute habe ich ein brandaktuelles Thema mitgebracht, die Lichttechnik. Nachdem die Glühbirne ja endgültig tot ist und die Epoche der, ich finde in meinen Augen, etwas hässlichen Energiesparlampen auch Gott sei Dank hinter uns liegt, sind wir jetzt hier bei LED-Technik angekommen. Ich habe hier mal so ein paar Sockel mitgebracht auch. Wir sehen ganz deutlich, also es wird vor keinem Sockel auch nicht Halt gemacht. Wir sehen hier den E14er Sockel. Da ist sind so die Anfänge, sage ich mal. Dann ist man dazu beigegangen und hat das ganze Ding auch etwas formschöner gemacht. Dementsprechend hier einfach nochmal eine andere Leistung auch mit dabei. E27, eine mit der gebräuchlichsten Lampen. Hier übrigens unser Highrunner unter 1 Euro, Freunde. Das ist Wahnsinn, das kann man nicht mehr rechnen. Das hat keine Energiesparlampe nicht gekostet. Und eben halt auch das, was wir vorher unter Kaltlichtspiegellampen oder Kaltspiegellichtlampen, wie auch immer, halt gekannt haben, eben halt der GU10-Sockel, 230 Volt, ganz normal, wie man sie auch in Deckenpaneelen einbaut oder. Ja, so ein bisschen die Angst vor LED ist eingenommen worden, weil, wie gesagt, also erst war es das Design, was sich da extrem gut verändert hat. Wir haben jetzt hier halt eben eine ganz, ganz stark optisch nachempfundene Glühbirne, ne, mit unserer Filament-LED. Und eben halt der Preis. Der Preis ist Wahnsinn, Leute. Ich habe auf unserer Internetseite geschaut. Wir kommen hier nicht über 3 Euro, fangen aber auch unter 1 Euro an. Wirklich, es ist der Hammer. Es ist Wahnsinn. Ja, als kleines Rechenbeispiel habe ich hier auch mal mitgebracht. Wir können hier also tatsächlich bis zu 83% Ersparnis bei einem Leuchtmittel nur übers Jahr reinholen. Das heißt also, wir haben hier 32 Euro knappe, die wir hier pro Leuchtmittel sparen. Und man darf nicht vergessen, wir haben 20 bis 25 Leuchten, hat jeder von uns irgendwo. Geht mal los, zählt mal nach. Also das ist schnell erreicht. Man meint jetzt, oh Gott, 25. Nein, es ist tatsächlich so. Ja. Bisschen was erzählt habe ich. Jetzt möchte ich noch, dass uns allen so ein bisschen ein Licht aufgeht sozusagen. Wir beginnen hier mit unserer dementsprechenden LED-Kaltlichtgeschichte. Wie gesagt, Halogen-Spots etc. verbaut. Sehr schön zu sehen hier, kaltes Licht. Im Vergleich dazu meine eben schon so angepriesene Filament-LED, wirklich ganz toll, schon rein von der Optik her, wenn man sie sichtbar irgendwo eingeschraubt hat. Hier auch ganz klasse, warm, weißes Licht. Ne? Also ich meine, ich habe hier wirklich eine Glühbirne. Bei euch dürfte sich das ein bisschen langsamer zeigen, weil sich die Linse natürlich erst einstellen muss. Aber jetzt dürfte mittlerweile auch hier die volle Leuchtkraft da sein. Hier nochmal eben halt meine Formschöne, wenn ich jetzt irgendwie einen Kronleuchter habe oder sonst etwas. Auch in Filamentform. Hier nicht zu sehen, weil matt, aber pass auf Leute, leuchtet genauso schön. Ja, also Freunde, wie gesagt, kein Wunsch bleibt mir offen in der LED-Technik. Jetzt rauf auf unsere Internetseite und kräftig gestöbert, auf der Startseite auch immer wieder mitvertreten. Viel Spaß beim Erkunden und beim selber ausprobieren. Bis dann, euer Stefan.